Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Factorio. Ja, wir hatten letztes Mal das Raumschiff lokalisiert und das war im Südosten. Und jetzt gehen wir hier, um das Raumschiff zu durchsuchen. Da brauchen wir ein paar Sachen raus, die wollen wir dann hier finden. Das steht da. Und spielen, da geht's um Level 1. Ja, ich spiele einfach mal auf einfach. Ich weiß nicht, was mich erwartet. So, Sektor wurde gescannt. Das waren die letzten Worte. Dein Schiffswrack wurde am Südosten lokalisiert. Ja, das hatten wir schon gelesen. Aber jetzt sieht das hier ganz anders aus, wie das, was wir gebaut haben. Auch interessant. Ich sehe mich. Ach, wir stehen da. Kann mich jemand hören? Unser Bergbaustätte wird angerufen. Wir benötigen Unterstützung. Kann man auch nicht verstehen. So, ja. Ist die Frage, was wir machen müssen. 46, 70, 2, 174, wiederholen wir Position 46, 70, 2, 174, kann mich irgendjemand hören. Okay, wir empfangen das wahrscheinlich. Du versuchst mit dem Funkgerät zu antworten, aber der Schalter ist kaputt. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, damals hätte ich es reparieren sollen, ne, als ich noch an der Front war. 200 Kilometer von deiner jetzigen Position, es gibt keine Möglichkeit, sie zu Fuß zu erreichen. Du musst eine andere Möglichkeit finden, um dorthin zu kommen. Ja, super, ne? Ein Wissenschaftslabor brauchen wir. Tja. Und Zwischenproduktion, Militär, Produktion, Waffe haben wir genug. Müssen wir nur gucken. Da unten ist es grün. Erstmal hier ein bisschen umgucken, was hier alles so ist. Da ist eine Holzkiste, ist Eisen drin, Eisenplatten. In der Kiste ist Kupferplatten. Und in der Kiste ist Eisenzahnrad und Fließband. Fließbänder werden da produziert, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Da ist Kohle, die da auch ankommt. Da wird der Ofen mit beschickt. Ja, ich glaube, das ist hier alles nichts Entscheidendes. Stelle ich mir gerade die Frage, warum hier 4 MGs so nebeneinander sind. Okay, geschützt sind die in dem Sinne. Ja, müssen wir mal schauen, oder? Da unten sind auch noch 2 MGs, auch ein Schutz. Ist hier links noch? Warte mal, was? Oh, da ist die Karte schon zu Ende. Nein, das ist schon alles gewesen. So. Was haben wir denn hier? Elektronischer Schaltkreis, Kupferplatte, Eisenplatte und Kohle. Logistik. Gut. Das haben wir. Zahnräder. Da ist das Labor, oder? Genau. 10 Eisenzahnräder müssen wir haben. Ach, das ist jetzt hier sortiert seit neuestem. Wo sind denn die Räder? Zahnräder. Okay, die waren unten irgendwo. Aber hier in der Kiste war ein Zahnrad. Strom ist auch so ein bisschen schwach hier, ne? Obwohl wir hier voll das E-Werk haben. Ja, da müssen wir wohl gucken, dass wir gerade ein paar Eisenplatten hier rausnehmen. Und ich weiß gar nicht, wie wir brauchen. Aber das Ding jetzt da unten können wir schon mal eins bauen. Jetzt nur die Frage, wo wir es hinbauen auch, ne?
Okay, Automatisierung. Und was ist das hier? Steinwände. Ist nicht verfügbar. Dann brauchen wir das rote Zeug. Und was machen wir? Ermöglicht Steinwand. Ja. Benötigt für Elektrotechnik. Den haben wir dafür. Wir brauchen irgendwie ein Fahrzeug. Das ist es hier, oder? Zeit. Roten Saft brauchen wir dafür. Und grün. Logistik. Okay, da kann man das auch noch aufklappen. Sehr interessant. Na. Achso, das forschen wir erst. Alles klar. Und das benötigt Logistik 2 und Motor. Motor geht noch nicht. Dann machen wir erstmal Logistik. Und die forschen wir. Wenn du ein Wissenschaftspaket in ein Labor gibst, so wird beginnen, eine Forschung einzugenerieren. Okay. Eine gewisse Anzahl. Mehrere Forschungslabor werden dann natürlich ausreichend Wissenschaftler versorgt. Dann geht es auch schneller. So. Und das Ganze braucht Strom. Gut. Und das ist alles gut. Okay. Nee, Spiel fortfahren ist schon richtig, aber ich will hier das Ding loswerden. Achso, da muss ich das da hinlegen. So, jetzt brauchen wir da irgendwelche Drinks. Aber wie kommen wir an Drinks? Da unten. Kurbelplatte, Eisenzahnrad. Es war da drinne. Und das Zahnrad. Produzieren wir da. Sollten wir automatisieren alles, ne? Ja. So. Eisenplatten. Da war Zwischenspeichern gerade angesagt, glaube. Ja, ich glaube, wir können das hier umändern, ne? Kann das sein? Bauplan festlegen dafür. So, was baut er jetzt? Kommen die, ach, die kommen auf der anderen Seite raus, alles klar. Ja, da sind schon 13 drinne dann. Ja, macht auch Sinn, ne? Dann sollten wir hier so ein Fließ, ah, was? Kupferplatten und ein Eisenzahnrad. So, die Kupferplatten sind doch hier drin, ne? Genau. Das heißt, wir bauen jetzt mal da eins. Quatsch, falsche Taste erwischt. Okay, müssen wir so machen. Okay. Jo. So.
Jetzt müsste ich nur gucken, wie ich den da rauskriege, ne? Aber warte mal. Eigentlich brauche ich den doch da gar nicht. Nee. Ablegen, ganz einfach. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Kupfer- und Eisenzahnrad. Das Eisenzahnrad ist da. Die produzieren alle das Gleiche. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendeinen Teil baue. Wo kriege ich denn sowas? Herzförderer, Nutzwasserpumpe, das will ich alle nicht haben. Dampfmaschine brauche ich auch nicht. Ah, hier, oder? Ne, Eisenkiste, Holzkiste. Ich brauche so ein Teil, wo wir was mit basteln können. So. Wo bin ich denn jetzt? Da. So, das funktioniert eigentlich erstmal. Eigentlich wollte ich das jetzt automatisieren, ja, ne? Dann müsste ich jetzt dieses da austauschen. So, das läuft. Jetzt müsste ich das hier von links unterbrechen. Und hier irgendwas hin, was ich brauche, ne? Also sind jetzt die fünf. Ne, das ist bei mir im Inventar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das hier funktioniert, ne? Was ist das? Angriff? Zwei Türme sind in einem Kampf verwickelt. Ich sehe jetzt nicht, wie das funktioniert. So, der packt das jetzt da erstmal rein, dann geht's erstmal weiter. Ja, jetzt muss ich ein Teil bauen. Was ist das? Nein, das ist eine Steinwand. Für eine Ziegelsteine. So. So, da kann ich auch ordentlich bauen hier. Macht er das jetzt hier per Hand?
Montagemaschinen benutzen und so, die verlinken was? Wissenschaftspaketen zu automatisieren. Ja, das ist mir klar, das will ich die ganze Zeit machen, aber wo finde ich die? Tja. Gibt's noch was anderes, was ich bauen kann? Nein. Kann ich da durch? Nein. Da oben wird nicht geschossen. Hier unten läuft's auch nicht mehr so gut. Die holen alles runter. Da muss ich was reinschmeißen. Ich weiß nur nicht, wann das fertig ist. Schnellere und flexiblere Wege des Transportes. Na super. Ich verstehe jetzt nicht, was ich hier machen muss. Aha. Jetzt haben wir sie erforscht. Ich habe aber irgendwie nicht erkannt, wo es fertig ist, ne? Gut. Jetzt müssen wir das erforschen, damit wir... Ja. Das muss ich erforschen. Dafür brauche ich aber was mit den Zahnrädern. Die kann ich aber nicht erforschen. Dafür muss ich wiederum das erforschen. Das geht aber nicht, weil das ist Hand in Hand. Super. Da will mich doch jetzt einer verarschen, oder? Die Elektrotechnik muss ich erforschen. Für die Elektrotechnik brauche ich aber den Automatisierung. Ach, hier vorne ist alles klar. Das war Automatisierung 2. Gut, dann machen wir das natürlich jetzt. Jetzt geht's da erstmal weiter. Da ist noch genug dran. So, jetzt haben wir hier natürlich noch mehr gekriegt. Schnellerer Tellerfließband. Oh, da gibt es ja ganz viele Sachen, ne? Hat sich hier was verändert? Ich glaube, das ist gleich geblieben. Ja, wir haben ja das eine erforscht. Jetzt erforschen wir hier noch was dazu. Ja, wir machen jetzt erstmal da unten Forschungspunkte ohne Ende und das Ganze zu Fuß. Und irgendwie kann man den Fortschritt hier nicht sehen, oder? Ja, wenn, dann müsste es ja jetzt fertig sein. Ist es auch. Gut. Und da gibt's dann unsere Montagemaschine. Ja, jetzt muss ich das Automobil erforschen, genau. Kann mir einer erklären, wie ich jetzt... Hallo? Da muss doch was gehen, oder? Schon komisch. Naja, aber ich würde mal sagen, ich könnte hier jetzt was erforschen, aber irgendwie erforsche ich es dann doch nicht. Aber wir sind mit der Zeit wieder so weit fortgeschritten, dass ich sage, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.